So, jetzt sitzen wir hier und inhalieren am Gradierwerk, aber was ist das eigentlich? Der Lennart Stoll, der ist Schüler in der 7. Klasse und der hat sich jetzt schon lange Zeit mit dem Salinental beschäftigt, hat theoretisch und praktisch sich ganz viel damit auseinandergesetzt. Er sieht das Salinental mit den Augen eines Besuchers und er kann uns genau erklären, was hier passiert. Ja. Hier im Thermalbad von Bad Kreuznach baden Leute in salzhaltigem Wasser. Das heißt Sohle. Dort rieselt Sohle über Heckenwände herab, die in großen Holzgestellen stecken. Man kann das riechen. Das riecht nach salzhaltig. Die Luft ist salzhaltig. Man kann es auch schmecken, denn wenn man länger sitzen bleibt, bilden sich Salzkristalle auf der Haut. Ein großer Sprayer versprüht Salznebel in der Luft. Ja, die Leute kommen hierher, atmen das ein und genießen das. Und trotz der nachmittaglichen Hitze ist es angenehm frisch. Jetzt frage ich mich, woher kommt das Salzwasser und was sind das für große Holzgestelle? Und warum kommen die Leute hier, um diese Luft einzuatmen? Ich will dem Rätsel des Salzwassers auf die Spur kommen. Dafür muss ich 1 Kilometer weitergehen, um die Lösung zu finden, nämlich in das Salinental. Wir stehen hier vor den größten Anlagen des Salinentals, den Gradierwerken. Jedes von ihnen, es gibt insgesamt 8 davon. Zusammen sind sie 1,1 Kilometer lang und somit die längste Anlage Europas. Jedes von ihnen ist 9 Meter hoch. Manche sagen dazu Saline, aber das ist nicht ganz richtig, denn eine Saline ist alles, was dazu gehört, eine zur Salzgewinnung. Also Siederei, Quelle, Gebäude und natürlich die Menschen, die dort arbeiten. Die Sohle, die oben von den Gradierwerken losläuft, verliert auf dem Weg nach unten durch Verdunstung Wasser. Und ist unten, wenn sie angekommen ist, noch salziger. Diesen Vorgang wiederholt man eine Woche lang. Und schließlich, nach einer Woche, ist der Salzgehalt von 2 Gramm auf 20 Gramm verzehnfacht. Nur durch Verdunstung, ohne Energieverbrauch. Und deswegen heißt das Gradierwerk auch Gradierwerk, weil es den Salzgehalt in der Sohle Grad um Grad erhöht. Und wie endet das Ganze? Früher hat man die 15-20%ige Sohle in die Siederei gebracht. Dort hat man die Sohle nochmal aufgekocht, sodass sie wiederum Wasser verloren hat. Und so hatte sie dann 26% Salz in sich und das Salz ist kristallisiert. Von hier oben kann man auch gut sehen die Siederei, die Triebwerkgräben oder Wassergräben, das Wasserrad und das seltsame Häuschen da hinten, der Brunnen. Da gehen wir jetzt hin. Und was ist das hier? Das ist der Windwasser. Denn die Sohle wird immer nur von auf der Seite herabgelassen, von wo der Wind kommt. Das hier ist das Brunnenhaus. Hier fängt alles an. In diesem Haus befindet sich der Tiefbrunnen. Aus 500 Metern Tiefe kommt Salzwasser aus Gesteinsschichten nach oben, fast von alleine. Es gibt zahlreiche von diesen Quellen in Bad Kreuznach, aber das hier ist die tiefste und beste Quelle. Denn sie kommt im Brunnen ist das Wasser 27 Grad warm und deswegen nennt man es auch Thermalwasser, weil es so warm ist. Viele sehen die Wassergraben und die Wasserräder. Doch dass auch sie Teil einer Saline sind, ahnen kaum welche. Nun, die Sohle muss ja 9 Meter hoch auf die Gradierwerke. Und dazu braucht man wieder die Wasserräder und die werden von Wasserkraft aufgetrieben. Hier sieht man gut, wie das funktioniert. Das Wasserrad wird von dem Triebwerkgraben, dem Wassergraben, angetrieben. Und das Wasserrad treibt ein Gestänge. Das Gestänge bringt die Pumpen in Schwung und die Pumpen transportieren die Sohle nach oben. Seit 170 Jahren gibt es das Salinental. Es half dem Bad Kreuznach an Salz zu gewinnen, ohne zu viel Holz oder Kohle zu verbrennen. Bis 1999 wurde auch wirklich Salz hergestellt. Jetzt dienen die Anlagen der Gesundheit. Man inhaliert die gute Luft, das ist gut für die Atemwege und die Bronchien. Und so hat man mitten in Deutschland eine Brise wie am Meer. Und deswegen fahre ich gerne hierher.